Wir spielen jetzt ein kleines Spielchen als Vorbereitung auf den Liebling der Woche. Und wir nennen es das geheimnisvolle Geräusch. Und wir spielen das geheimnisvolle Geräusch jetzt ab. Was mag das denn wohl sein? Ist das menschlich? Ist das tierisch? Ist das gar außerirdisch? Ich kläre es jetzt auf. Dieses Geräusch hat etwas mit dem neuen Liebling dieser Woche zu tun. Liebling der letzten Woche war, ja? Der ehemalige Inhalt dieses Paketes. Und der Liebling dieser Woche ist Simone von der Weser. Die berühmte YouTuberin, die berühmte adelige YouTuberin von der Weser. Frau von der Weser. Und wenn ihr jetzt euch fragt, wer ist das denn überhaupt? Da sage ich euch, was ist denn hier los? Warum wisst ihr das nicht? Kulturlücke, Hashtag oder was? Warum ist sie denn Liebling der Woche? Ich kann es euch zeigen. Wir gucken uns jetzt das neueste YouTube-Video an von ihr. Und da erzählt sie so, was sie so eingekauft hat. Wir waren mal wieder, mit Liste einkaufen. Schon zu Hause fangen wir jetzt im Schnelldurchlauf an. Toilettenpapier, mal wieder Zeit dafür. Es war mal wieder Zeit dafür, ein bisschen Toilettenpapier zu kaufen. Offenbar ist die Scheißerei so ans Limit geraten bei denen, dass dann nur noch eine Großpackung helfen konnte. Ne? Backpapier. Stefan hat sich das geholt. Das. Da hatten wir auch mal wieder Bock drauf. Darauf. Sandwichbrot, damit habe ich was vor, das kann ich jetzt aber nicht verraten. Oh, ein Geheimnis. Was macht ihr denn bloß mit dem Sandwichbrot? Essen etwa? Schwarzbrot für die Arbeit. Ich brauchte Spüli. Wenn man drei kauft, ist es günstiger, als wenn man eins einzeln kauft. Habe ich natürlich gemacht. Natürlich. Ich weiß nicht, wer kennt den Spruch? Hast du eine Mutter, hast du Butter? Den kennt man natürlich alle. Dann habe ich mal so ein Kloßteig gekauft. Da habe ich im Internet was mitgesehen. Da habe ich ehrlich gesagt im Internet noch nie was mitgesehen. Da ist er mir ein bisschen voraus. Und dann haben wir hier Magifix. Das war auch im Staffelpreis. Magifix im Staffelpreis. Auflage. Was ist denn Auflage? Muss ich mal zurückspulen. Auflage. Ach. Dann ein Salat. Der kommt bei mir immer aus Pausenbrot sozusagen. Sozusagen, ne? Einmal Zwiebeln, sehr gesund. Ein Pott Rotkohl, auch wieder Staffelpreis. Alle Staffelpreis. Milch im Staffelpreis. Dann brauchten wir Apfelmus. Brauchten sie, ne? Die Jahreszeit ist es zwar keine erkältet von uns, aber Taschentücher brauchten wir auch wieder. Ja, es war keine erkältet und die Nase läuft schon nicht, aber es ist halt die Jahreszeit, ne? Butter. Nochmal Butter? Hä? Da war doch eben schon dieser Spruch, hast du eine Mutter, hast du immer Butter. Warum denn jetzt nochmal Butter? Vor allem, warum legt die ganz anders hin? Da ist aber irgendwas faul, oder? Die legt die Butter da links hin, habt ihr gemerkt, ne? Die andere Butter hat sie rechts hingelegt und die Butter legt sie da links hin. Das ist irgendwas faul. Und auch Staffelpreis Eigenmarke Spaghetti auf Vorrat. Gleich vier gekauft. Mein Gott, die ist ja wirklich verrückt. 5 Spaghetti gleich. Jetzt hört hin. Uiuiuiuiui. Das war das geheimnisvolle Geräusch. Schon schwer hier hochzufahren. Kommt wahrscheinlich daher, dass da so viel drin ist. Kartoffeln haben sie. Käse. War das Butterkäse? Lecker. Butterkäse. Ja, gut, dass er uns diese ganzen Einkäufe zeigt, weil so hat man so ein bisschen Inspiration. Wenn man gar nicht weiß, was man so kaufen soll. Und jetzt hat Simone von der Weser uns den Tipp gegeben, schlechthin. Butterkäse. Lecker, schön Butterkäse. Deswegen gucken wir diese Videos. Wir gucken diese Videos, weil wir natürlich immer wieder froh sind über neue Einkaufstipps. Jetzt weiß ich, was ich kaufe demnächst im Lidl. Butterkäse. Lecker. Das habe ich nicht gekauft. Das war noch, weil wir das Auto sauber gemacht haben. Heidelbeeren. Sehr beliebt hier bei uns. Gouda! Und zwar 40%iger. Hallo! YouTube läuft wohl, was? Tomatenketchup. Was wäre Spaghetti ohne Hackfleisch? Wahrscheinlich Spaghetti ohne Hackfleisch. Das größte Stück hier, was war das jetzt? Spießbraten. Ist das denn auch vegan? Und was schätzt ihr jetzt? Womit sind wir hier preislich rausgekommen? Wir haben 180 Euro bezahlt und bei dem letzten Video, was ich in dieser Art und Weise gemacht habe, habe ich auch wieder einen ganz tollen Kommentar von jemandem bekommen, was das für eine Art und Weise wäre, mit seinem Einkauf zu protzen. Bin mal gespannt, wie sie darauf reagiert. Es ist ja auf Vorrat. Wir essen das ja nicht alles heute auf und machen morgen dann den nächsten Einkauf. Und wie ihr seht, ich habe ja... Da habe ich schon die Eigenmarke. Nee, jetzt nicht rechtfertigen. Bei dem Käse genauso. Ach, jetzt geht's los mit der Rechtfertigerei. Das war im Angebot. Ach nein. Auch beim Backpapier. Ach, hör doch jetzt auf. Nein, es wird immer schlimmer. Jetzt hört mal auf. Die Eigenmarke ist überhaupt nicht teuer. Wenn man sich entscheidet dazu, so ein Video zu machen, so ein belangloses Video zu machen, was man ja machen kann, weil es ja unterhaltsam ist. Wir gucken uns das auch an. Es gibt ja Leute, die es interessiert und die es glücklich macht. Aber man sollte sich da nicht immer rechtfertigen. Warum geht man denn immer auf die Kommentare ein?
Man muss sich ja mittlerweile hier für alles rechtfertigen. Nee, muss man nicht. Muss man nicht. Muss man nicht. Man kann es auch einfach so machen und dazu stehen. Oder man lässt es. Man stellt es halt nicht online. Wir räumen das Ganze jetzt und dann gehen wir essen. Zum Kochen habe ich jetzt nach dem Mega-Einkauf nämlich keine Lust. Gut, das musste jetzt vielleicht nicht sein. Das musste vielleicht jetzt nicht sein, zu sagen, nachdem man 180 Euro ausgegeben hat und die ganze Küche voll ist, geht man jetzt noch schön essen. Hätte man sich jetzt überlegen können. Ich freue mich, wenn ich euch kurzweilig hier unterhalten habe. Hast du, Simone. Darum bist du ja auch Liebling der Woche. Bis denn. Bis denn.